Moin und herzlich willkommen zur 386. Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstrader am Samstag, dem 6. Oktober 2012. Und wir schauen heute auf Kupfer, Silber, Gold, das Ganze in Euro, Brent, Crude, Natural Gas und Platin. Und bevor wir mit Gold im Monatschart anfangen, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wissen, Silvio und ich führen ein Backoffice über die Triggermarken, über die Trading-Möglichkeiten, die wir Ihnen hier in unserem Blog zur Verfügung stellen. Und ich habe Ihnen auch schon mal unsere Excel-Tabelle gezeigt. Ab Montagabend werden wir Ihnen alle Triggermarken, die Sie hier in den Rohstoffvideos, in den Forex-Videos, in den Indizes, aber auch bei den Einzelwerten genannt bekommen, in den Videos genannt bekommen, werden Sie gebündelt in schriftlicher Form innerhalb einer Excel-Tabelle auf unserer Blogseite zur Verfügung gestellt bekommen. Wann immer wir diese Excel-Tabelle aktualisieren, wir werden das auf unserem Account auf Twitter, Wolke P, Formationstrader, zur Verfügung stellen. In der Regel passiert das Ganze am späten Abend nach Börsenschluss der Amerikaner, kann auch nach Mitternacht sein, wenn diese Tabelle aktualisiert wird. Selten wird es so sein, dass wir im Intraday-Bereich Ihnen etwas zeigen, aber wenn das so ist, wie gesagt, werden wir Ihnen das bei Twitter posten, damit Sie dann nicht immer mitschreiben müssen, wenn wir Ihnen etwas zur Verfügung stellen. Und vor allen Dingen, wenn Sie nicht die Zeit haben, jeden Tag alle Beiträge sich anzuschauen, dann haben Sie es gebündelt. Wenn Sie Interesse daran haben, in den nächsten 2 bis 3 Wochen werden diese Videos in der gleichen Art und Weise Ihnen auch weiter zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, jeden Tag gibt es dann die Rohstoffe, 5-mal wöchentlich gibt es die Forexes und die Indizes in schriftlicher Form. Das werden wir dann später bündeln. Das heißt, es wird auf jeden Fall Gold und Silber, wie Sie es gewohnt sind, auf jeden Fall jeden Tag geben. Und durchaus gibt es dann vielleicht nur ein Video gebündelt, in denen wir Ihnen die Triggermarken als Video zur Verfügung stellen, additiv zu der Excel-Tabelle, was Sie sich dann anschauen können. Und wenn Sie mich fragen, was das Ganze kostet, im Moment kostet es nichts. Wir werden das aber sicherlich irgendwann mal, das Premium-Angebot, dann kostenpflichtig machen. Solange freue ich mich einfach nur, wenn Sie unsere Videos besuchen. Gold im Monatschart macht hier, nachdem es an dieser horizontalen Marke 1560 Unterstützung gefunden hat, eine sehr bullische Bewegung. Und Sie wissen, übergeordnet die 1827 per Monatsschlusskurs ist eine große Widerstandszone. Und wenn wir das nach oben verlassen haben, dann ist eine übergeordnete bullische Bewegung. Bedeutet also, dass der Goldpreis auch oberhalb der 1800er Marke sich in meinem dafür halten, zumindest noch in einer Widerstandszone befindet. Darüber muss man sich im Klaren sein, genauso wie man sich bitte darüber im Klaren ist, dass wir eine klare nach oben zeigende Momentumlinie haben, eine klare Kaufformation haben und wir sind nach wie vor nicht überkauft, wenn wir uns den Monatschart anschauen. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart anschauen, wir hatten eine High-Base-Formation, die haben wir bullish verlassen, wir machen eine Bewegung zurück, hier bei Gold allerdings, wo finden wir Halt? Oberhalb der alten High-Base-Formation, oberhalb der 1777, auch wenn der Schatten an diese aufsteigende steile Trendlinie heranläuft, per Tagesschlusskurs am Montag ist diese Marke bei 1777 und hier ist auch die horizontale Unterstützungszone auf dem Weg nach oben. Hat hier die 1786, die haben wir bullish gepierst, dann auf der anderen Seite wieder bärisch zurückerobert, deswegen können wir uns von dieser Marke verabschieden. Allerdings die 1793, dieses Hoch ist immer noch Widerstand, genauso wie die 1800er Marke Widerstand ist und die 1826, Sie wissen, sie war hier in diesem Bereich schon mal Unterstützung und Widerstand und das ist das, worauf man achten muss, ob der Markt es schafft, hier drüber wegzugehen. Das ist eine übergeordnete Widerstandszone. Darauf muss man achten. Wofür ich Sie sensibilisieren möchte, ist, ganz viele sind sich einig, dass der Markt jetzt hier ausverkauft wird. Das kann passieren, dass der Markt abverkauft wird. Allerdings nochmal, die ganz klare Aussage, der Chart zeigt hier keine bärischen Zeichen. Wenn Sie sagen, Moment mal, das hier ist doch eine Dark Cloud Cover Kerze. Also die Kerze umschließt mehr als 50% dieser bullischen Kerze, ist mehr bärisch, das ist bullisch, ist eine potenzielle Reversal Kerze, kann ausverkauft werden. Ja, kann es, aber ich kann Ihnen auch sagen, diese Kerze hatte weniger Volumen als diese Kerze und Sie dürfen nicht die Kerzen für sich selbst betrachten, sondern Sie müssen sich auch immer wieder anschauen, was mit dem Volumen los ist und vor allen Dingen müssen Sie auch auf die nächstgrößere Zeiteinheit schauen, nämlich auf den Wochenchart und hier bullische K&D-Linie umeinander geschlungen und das ist das Ergebnis und was die Bullen in den letzten 3 Wochen machen, ist eine Konsolidierung. Wenn man das ganz eng nimmt, warten Sie, lassen Sie mich hier ganz kurz eine horizontale Marke zeichnen. Die obere Begrenzung war die 1773 per Wochenschlusskurs,
diese High-Base-Formation. Zwei Kerzen machen schon eine High-Base-Formation. Schatten nach oben, Schatten nach unten, kleine Körper. Typische High-Base ist bullisch ausgebrochen, weil wir nämlich oberhalb dieser Marke geschlossen haben. Allerdings schaffen wir es nicht übergeordnet. Die 1788, die psychologische 1800 und für mich, wie gesagt, wichtig, die 1828 aus dem Weg zu räumen. So ein Markt möchte ich persönlich nicht shorten. So einen Markt möchte ich eher bullisch mir angucken. Die Frage ist nur, wenn jetzt dieser Markt bullisch läuft, will man denn jetzt hier noch zusätzlich in den Markt reingehen? Nein, wir haben eine Position bei Silber. Ich hatte in letzter Woche gesagt, wir wollen hier in diesem Bereich aggressiv traden, weil der Wochenchart sehr bullisch ist, aber wir wollen das mit kleinem Risiko durchführen. Das machen wir im Moment übergeordnet bullisch, wollen wir werden oberhalb der Marke von 1828. Derzeit zeigt sich Gold eher bullisch, als sich Silber bullisch zeigt, weil hier nämlich Silber im Wochenchart trotz dieser K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke und der Unterstützung, was wir hier im Momentum bekommen, nicht die High-Base-Formation nach oben auflöst, sondern das, was hier Widerstand gewesen ist, nämlich die 35,37 ist auch in der letzten Woche, abgelaufenen Woche Widerstand gewesen und wir kommen wieder zurück in unsere Trading-Range, aber das Ganze ist hier bullisch. Wir haben also aktuell noch eine bullische Position im Markt mit dem Stop-Loss im Bereich der 34,20 und die wollen wir auch behalten. Aktuell haben wir eher Buchungsverluste, aber wenn der Markt hier nach oben durchläuft, dann läuft er in einen Widerstand hinein. Wir haben Take-Profit-Zone Ihnen genannt und wollen diese Position weiterlaufen lassen und uns die Chance einräumen, dass der Markt weiter durchläuft. Wenn der Markt aber zurückkommt und doch schon hier korrigieren möchte, auch wenn wir sehen, dass der Wochenchart bullisch ist, da muss man darauf vorbereitet sein. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Markt jetzt nicht anfängt, absolut bärisch zu werden, sondern dass er hier in einem Bull-Pullback-Modus sich befindet. Wie gesagt, wenn man sich anschaut, was der Wochenchart gerade für eine Konstellation hat. Und in diesem Falle haben wir, falls unsere 34,20, unser Stop-Loss hier ausgestoppt werden sollte und wir hier miese realisieren würden, würden wir in diesem Falle in Anbetracht dieser sehr, sehr bullischen Gesamtsituation ein Reversal Trade versuchen, und zwar würden wir hier zwei Positionen, zwei bestimmte Marken nennen, nämlich die eine im Bereich der 33,68 und die andere Marke im Bereich der 33,10. Diese beiden Zonen würden wir nutzen, um den Markt zu kaufen, aber Achtung, jeweils nur ein Viertel der normalen Positionsgröße, die Sie spielen, mit dem Stop-Loss im Bereich der Marke bei 31,60. Wenn wir hier ausgestoppt werden würden mit einem Durchschnittskurs bei 33,40, hätten wir 5% hier Verlust erlitten. 5% einer halben Position sind nur 2,5%. Und das ist für uns absolut in Ordnung. Die restliche Position würden wir dann bullisch spielen. Wenn der Markt einfach durchläuft, in Ordnung, wir haben eine bullische Position und müssen hier nichts machen. Wie kommen wir denn auf diese beiden Marken? Ganz einfach, Markt läuft hoch, bleibt hier hängen. High Base, bullish geht aufgelöst, kommt wieder zurück, findet hier Unterstützung. Kann man hier also eine Position hier riskieren. Und die zweite Position, warum die 33? Ganz einfach hier große Unterstützungszone gefunden durch diesen Hammer, was mit sehr viel Volumen auf der bullischen Seite bestätigt worden ist. Hier nächste sehr, sehr wichtige Unterstützungszone. Und das Ganze, wie kommen wir zu dem Stop-Loss, kann ich Ihnen zeigen. Ein Markt, der sehr, sehr bullish ist, wenn er denn ein Retracement durchführen wollen würde, dann würde das in der Regel, wenn er denn übergeordnet sehr, sehr bullish bleiben möchte, lassen Sie mich Ihnen das ein bisschen breiter zeigen, damit Sie das erkennen können, das Ganze oberhalb der 38,2% nehmen. Bedeutet also, wenn wir unser Stop bei 31,60 setzen, würden wir hier sogar noch einen Spike nach unten dem Ganzen Platz geben, ohne dass man ausgestoppt wird. Wenn man hier die 38,2 hinter sich lässt und dann anfängt übergeordnet zu korrigieren, dann wollen wir auch zunächst einmal erst keine weitere Position mehr haben. Bitte machen Sie sich klar, dass ich Ihnen hier gerade nicht sage, der Markt wird korrigieren. Alles, was ich Ihnen sage, ist für den Fall, dass der Markt korrigiert und unser Stop-Loss hier abgeholt worden würde, würden wir jeweils nur ein Viertel der Position hier spielen. Mit dem Stop-Loss hätten wir dann ein gesamtes Risiko von 2,5%. Damit können wir leben und den Rest würden wir dann prozyklisch spielen. Und wenn der Markt weiterläuft, für uns auch völlig in Ordnung. Wir sind ja gerade bullish in diesem Markt unterwegs. Und wenn ich Ihnen etwas, apropos Trialiste, nochmal zeigen darf, MDAX haben wir Ihnen vor 2 Wochen gezeigt, haben wir Ihnen unter der Woche noch einmal geupdatet. Silvia hat so schön gesagt, wenn du irgendwann mal ein Buch schreibst über das Trading, bitte nimm das mit rein. Klassisches aufsteigendes Dreieck, klassische Cup-and-Handle-Formation, haben wir Ihnen alles gezeigt, ist jetzt hier bullisch aufgelöst worden. Sie sehen, es kam auch Volumen hier in den Markt hinein und das Ganze hat hier Potenzial weiterzulaufen. Und selbst wenn es lehrbuchmäßig ist,
heißt es nicht, dass es laufen muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder, was diese Position angeht, seinen Stop-Loss anpasst. Auch das ist ein Trade, was dann auf unserer Triggerliste erscheinen wird. Wir werden das Ganze selbstverständlich dann immer wieder updaten, wo wir unsere Stop-Losses platzieren würden, wo wir Teilgewinne realisieren wollten. Und zwar so, dass diejenigen, die berufstätig sind, das auch tagsüber ihren Beruf machen können, ohne die ganze Zeit auf die Charts zu schauen, ohne die ganze Zeit an der Börse zu hängen, sondern sie merken sich, sie schauen sich die Triggermarken an, geben ihre Trigger für sich ein, geben ihr Stop-Loss ein und gehen zur Arbeit. Und am Abend aktualisiert man das, so wie ich das lange Jahre als Berufstätiger auch selbst durchgeführt habe und vor allen Dingen erfolgreich. Wochenchart, Platin, sehr bullische K&D-Linie, umeinander geschlungen, steigendes Momentum. Ich habe Ihnen gesagt, Cup, Händel kann man noch besser sehen im Tageschart. Mir ist nur wichtig, dass Sie es angucken. Hier sehr bullische Stochastik, sehr bullisches Momentum. Und wenn man sich das Ganze hier im Tageschart anschaut, also hier ist unser Cup und hier ist unser Händel und wir haben nicht es geschafft, am Freitag durch diese Zone durchzugehen, unser Cup und Händel nach oben aufzulösen. Werden wir am Montag, wenn das Ganze denn bullisch aufgelöst werden sollte, bullisch spielen, ja oder nein? Nein. Aus welchen Gründen? Grund Nummer 1, weil hier in dem Abverkauf mehr Volumen reingekommen ist, nämlich in diese Kerze, sehen wir nicht gerne. Grund Nummer 2, wir sind auf der falschen Seite der Trendlinie, aber übergeordnet ist das ein Cup and Handle. Das ist eine sehr, sehr bullische Formation, wollen wir trotzdem nicht traden. Grund Nummer 3, ich kann es Ihnen sagen, wir haben jetzt 1, 2, 3, Pause, 4, 5, 6 Kerzen in Folge, höheres Hoch und höheres Tief gemacht, das heißt, wir würden in ein Swing hineintraden, was schon lange gelaufen ist und was müde ist. Und das hat in der Regel nicht ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Der Markt kann hier durchaus weiterlaufen, aber wir würden in einen müden Swing hineintraden. Und es ist lieber, dass der Swing meinetwegen hier durchläuft, aber der muss irgendwann mal Luft holen. Und wenn er Luft holt, er muss nicht wieder auf das Dach zurückkommen. Wenn er die Luft holt, dann wissen wir, alles klar, Luft geholt, jetzt fängt ein neuer Swing an und dann fangen wir das zu traden. Und vor allen Dingen können wir uns dann darüber im Klaren sein, ob der in diese Zone mit mehr Volumen durchbrochen worden ist und als das, was wir hier gesehen haben, und darum wollen wir das Ganze nicht traden. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel nennen. Erinnern Sie sich an Silber, ist gar nicht so lange her. Wir hatten doch hier eine bullische Keilformation. Ich habe jetzt nur die absteigende Trendlinie eingezeichnet. Hier sah unsere bullische Keilformation aus. Ich hätte Ihnen immer gesagt, oberhalb der bullischen Keilformation will ich bullisch werden. Was passiert? Die Bullen brechen diese absteigende Trendlinie und dann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht traden. Seinerzeit habe ich sehr, sehr viel Kritik abbekommen. Der Volkeszorn war mir sicher, weil ich Ihnen gesagt habe, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 sehr, sehr große Kerzen und das ist müde, das wollen wir nicht traden. Wir wollen abwarten, bis sich hier nämlich ein klarer Setup bildet und schauen Sie das an, die gehen nach oben, die erholen sich und dann konnte man ein höheres Hoch traden. Und wissen Sie was, wir haben hier sogar einen höheren Wert angenommen zum Traden als das, was wir hier gekauft hätten. Allerdings haben wir hier einen sehr, sehr frischen Markt gekauft, der sehr, sehr viel Platz hatte. Ansonsten gehen Sie als Swing Trader zum Beispiel hier rein, setzen Ihr Stop-Loss dann irgendwann mal da drunter und dann werden Sie ausgestoppt und darum wollen wir uns bei Platin die Zeit und die Ruhe gönnen, das Platin, hier sind wir nämlich wieder, diese Cup-Mantle-Formation meinetwegen bullish auflöst, vielleicht ein bisschen zurückkommt, vielleicht auch nicht zurückkommt, vielleicht nur eine High-Base macht und dann wollen wir das traden, aber nicht aktuell, wenn wir nicht wissen, wie viel Volumen das haben wird, ob das nachhaltig ist, auf der falschen Seite der Trendlinie, wie gesagt, und eine müde Bewegung, die wir traden könnten. Gold in Euro, mein Lieblingschart. Wir machen auch diese Woche ein höheres Hoch und ein höheres Tief, auch wenn wir am Ende der Woche ausverkauft werden. Wichtig ist, wir haben dieses All-Time-High nach oben durchbrochen. Ich wollte es mit Ihnen hier aktiv machen. Das macht nämlich immer besonders viel Spaß, wenn man in irgendetwas gerade hineingetradet hat und dann kann man immer so schön das All-Time-High weiter nach oben verschieben. Neues All-Time-High, 13,86,70 Euro-Cent. Alles, was hier zurückkommt an die 13,59, ist sehr, sehr viel Unterstützung. K&D-Linie sind umeinander geschlungen, ohne dass ich Ihnen sage, das muss hier halten. Aber übergeordnet hat dieser Chart immer noch Platz. Die Frage ist, will er jetzt korrigieren oder will er noch ein bisschen weiterlaufen und dann nochmal korrigieren. Aber was auch immer für eine Korrektur in den Markt kommt, das ist dann eher nochmal Luft holen, bevor es weiter oben durchgeht. Silber in Euro sah zwischenzeitlich richtig gut aus, dass wir diese High-Base-Formation mit der oberen Begrenzung bei 26,85 Euro Cent nach oben auflösen würden, schaffen wir nicht. Wir sind immer noch zwischen der 26,33 und der 26,85 High-Base-Formation.
kaum die Linie umeinander geschlungen, Momentum kommt ein bisschen nach unten und dennoch ist die reine Wahrscheinlichkeit, dass das hier bullisch aufgelöst wird, größer, als dass es bärisch aufgelöst wird, ohne dass wir dann jetzt sofort automatisch einen Riesenmove machen müssen. Nein, wir sind hier schon sehr stark gelaufen, jetzt pausieren wir, vielleicht machen wir eine weniger starke Bewegung, bevor wir dann eine größere Korrektur machen. Das steht nicht im Chart. Im Chart steht, dass dieses Asset gerade in einer bullischen Formation ist. Wenn es bullisch aufgelöst wird, geht es an die 27,92, wenn es bärisch aufgelöst wird, an die 25,27, die nächste wirklich größere Unterstützungszone. Und vielleicht erinnern sich daran, hier bei der Marke von 21,75 Euro haben wir Ihnen gesagt, kann man hier physische Bestandteile aufbauen. Mittlerweile natürlich ungehebelt 21,7%. Und erlauben Sie mir, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, wir haben Ihnen nicht hier gesagt und nicht hier gesagt und nicht hier gesagt, wie einige andere auch, ich kaufe schon mal nach, haben wir nicht gesagt, sondern wir haben Ihnen eine einzige Triggermarke genannt, wann man hier potenziell dann eine Position, eine physische Position in Silber aufbauen kann. Wie gesagt, bitte verzeihen Sie mir, wenn das arrogant klingt, es ist nicht arrogant gemeint, es entspricht wirklich einfach nur den Tatsachen. Und dann schauen wir auf Brent Crude. Brent Crude, schauen Sie sich das an, jetzt werden Sie gleich sagen, oh, jetzt ist er aber kleinlich. Also K&D-Linie, sehr, sehr bullische Formation in dieser Woche aufgegeben worden, auch wenn wir hier einen Hammer bilden. Aber wann immer Sie unter die 80er-Marke gehen, in der Regel hat der Markt noch so ein bisschen Abgabepotenzial. Auf der anderen Seite, schauen Sie sich das an, Schatten nach unten, nochmal Schatten nach unten. Das Ganze scheitert an der 50-Wochen-Linie, 20-Wochen-Linie, 100-Wochen-Linie, 200-Wochen-Linie, alles steigt. Wir haben Potenzial, hier weiter nach oben zu gehen. Das muss man sich aber klar machen, dass der große Bruder, der Wochenchart, nicht mehr ganz so bullisch ist. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart anschauen, jetzt fragen Sie sich, was das hier für Legosteine sind, kann ich Ihnen sagen, wenn ich näher ranzoomen darf, das hier ist ein Doppelboden. Und das hier ist die Nackenlinie und wenn ich das da oben drauf setze, ist das die potenzielle Zielzone, an die wir laufen würden, nämlich in etwa an die 116,70. Jetzt erlauben Sie mir ganz kurz, diese beiden Rechtecke wegzunehmen, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Also, Doppelboden, Nackenlinie, Ziel, also in etwa der 116,70. Was man sich klar machen muss, ist, unser Trigger, wenn man hier bullish traden wollen würde, in unserem Dafürhalten, ist die 113,35 mit einem Stop-Loss im Bereich der 110,35. Wenn Sie das traden wollen, so mache ich das immer. Ich spiele dann immer Bauklötze. Ich male mir das immer als ein Rechteck und dann baue ich die mal aufeinander. Und ich will immer ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 haben, annähernd 2 zu 1. Wenn es 1,6 ist, 1,7 ist, kann man das auch spielen. Aber wichtig ist immer, Ihre Chance muss deutlich besser sein als Ihr Risiko. Und wenn Sie sich das anschauen, das passt nicht ganz vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Nicht nur, weil hier die 116,17 ist, sondern auch, weil hier diese absteigende Trendlinie ist. Berührung, Berührung, hier nicht ganz Berührung. Das heißt, hier ist auch noch Widerstand und was ich Ihnen ebenfalls zeigen möchte, ist, schauen Sie sich diesen massiven Abverkauf an und das Ganze wird hier sogar vom Volumen begleitet. Das heißt, Sie würden hier in einen Widerstand hineintraden, der von sehr viel Volumen begleitet worden ist und dann passt es auch nicht vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Wir werden es nicht traden, auch wenn oberhalb der Marke von 113,35 eine übergeordnete bullische Bewegung stattfinden kann. Allerdings ist es auch möglich, dass hier die Bären darauf warten, um diesen Markt noch einmal abzuverkaufen. Und weil zusätzlich CRV nicht passend und wirklich aktuell einfache Setups zu spielen gibt, wollen wir hier Brent Crude nicht spielen. Schwester von Brent Crude hat im Wochenchart ein höheres Hoch, aber ein signifikantiveres Tief gemacht und wir haben hier eine klare Verkaufsformation in der Stochastik. Aktuell noch ein fallendes Momentum und vor allen Dingen, wir sind unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten im Wochenchart. Das kann man sicher festhalten. Und wenn man sich den Tageschart anschaut, das sieht so ein bisschen aus wie eine Textzeile von Fishmob. Die Norddeutschen werden mit Sicherheit noch die Hip-Hop-Gruppe aus den 90ern kennen. Das geht ungefähr so. Manchmal geht es nach oben wie eine Marssonde und dann wieder nach unten mit einer, das Wort will ich nicht aussprechen, mit einer Po-Bombe und so weiter und so fort. Also hier geht es eher nach unten und dann geht es nach oben. Wann immer Sie so etwas haben, dann ist es eher wahrscheinlich, dass es eine bullische oder bärische Bewegung gibt. Das Bullische ist das Wahrscheinlichere. Allerdings muss man sich auch klar machen, dass man hier, wenn es bärisch wird, will man es nicht traden, weil hier schon sehr, sehr viel Volumen und sehr, sehr bullisch in den Markt reingekommen ist. Und wenn es bullisch wird, unterhalb der 20er und der 50er, Tagelinie wollen Sie es nicht traden, unterhalb dieser horizontalen Marke bei 94,95 auch nicht. Diesen volatilen Markt wollen wir aktuell nicht traden. Wie gesagt, der Wochenchart ist auch noch bärisch. Wenn wir uns hier einen bullischen Wochenchart anschauen,
Kupfer hat hier eine High-Base-Formation, nachdem wir ein gleichschenkliches Dreieck bullisch aufgelöst haben. K und D-Linie sind oberhalb der 80er-Marke, allerdings nicht so richtig schön umeinander geschlungen. Hier, das ist richtig schön umeinander geschlungen. Schauen Sie sich das an, das war eine Wucht seiner Zeit. Gut, aktuell aber trotzdem K und D-Linie oberhalb der 80er-Marke, steigendes Momentum, High-Base. Mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Wenn ich Ihnen einmal den 4-Stunden-Chart zeigen darf, also bullische Bewegung, das was wir hier gerade machen, ist eine bullische Wimpelformation über den 4-Stunden-Chart. Die obere Begrenzung, merken Sie sich, aktuell die Marke von 3,91, wenn Sie so wollen, da sind wir auf jeden Fall oben drüber. Und wenn wir auf den Tageschart schauen, wir sind gerade ausgestoppt worden, weil wir unser Stop-Loss im Bereich der Marke von 3,754 platziert hatten, also um 4 Dollar Cent werden wir hier ausgestoppt, wenn wir machen ein Tagestief bei 3,70. Allerdings, in dem Augenblick, in dem wir hier ein signifikant höheres Hoch machen und die Marke von 3,82 berühren würden, hätten wir hier ein Bull-Pullback-Play und da wären wir durchaus bereit, hier reinzugehen. Unser Stop-Loss wäre im Bereich der Marke von 3,73, wobei ich Ihnen sage, da hier ein Widerstand kommt, erst bei 4 Dollar, Chancen-Risiko-Verhältnis passend, würden wir im Bereich der 3,94,50 dann ein Teilgewinn realisieren wollen und Sie machen sich das bitte klar, wenn Sie jetzt sagen, also Moment einmal, die sind hier ausgestoppt worden und hier wollen Sie nochmal teurer reingehen in den Markt, das verstehe ich nicht. Ja, genau so ist nämlich Swing Trading. Ein Swing Trader hat überhaupt keine Lust, dass ein Markt ein tieferes Tief macht. Das sieht er als Zeichen der Schwäche an. Aber in dem Augenblick, in dem der Markt mit einer bullischen Wochenformation oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten ein höheres Hoch macht und damit dann auch wahrscheinlich eine steigende Momentumlinie hat und dann auch wieder eine Kaufformation der Stochastik, dann wollen wir spielen, dann ist es einem auch egal, ob man hier gerade sozusagen weiter tiefer ausgestoppt worden ist. Lassen Sie mich Ihnen zum Beispiel einmal Silber zeigen. Ich weiß noch, damals gab es großes Hallo. Hier bullische Bewegung, da ausgestoppt worden und dann nochmal hier drüber bullisch in den Markt reingegangen. Das ist Swing Trading. Es geht nicht darum, dass man sagt, ach ne, ich bin hier ausgestoppt worden, ich will jetzt nicht teurer kaufen. Doch, prozyklisch kann man sehr gerne teurer kaufen. Wichtig ist, dass man nicht anfängt, diesen wirklich sehr bullischen Markt einfach leer zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Aber in dem Augenblick, wenn dann das tiefere Tief kommt und hier war dann der Stop-Loss eher über den Stundenchart zu suchen, aufgrund dieser sehr, sehr bärischen Bewegung, dieser übergeordneten Outside-D-Kerze mit sehr viel Volumen, sollte man seinen Stop-Loss eher enger setzen. Aber in dem Augenblick, in dem das tiefere Tief kommt, muss es nicht high sein, dass es hier dann wieder sofort zurückgeht, sondern dann kann es sein, dass ein Markt größer korrigieren möchte. Also, Swing Trader, ganz wichtig, wenn das tiefere Tief im Markt kommt, wie zum Beispiel hier, raus aus dem Trade, obwohl hier wollte man auf gar keinen Fall bullish sein. Es geht mir nur darum, dass ich Ihnen ein Beispiel nenne. Aber, weil es dann nämlich auch sein kann, dass der Markt dann einfach weiter abverkauft wird. Aber, wenn der Markt ein tieferes Tief macht, wie zum Beispiel hier, aber dann anschließend ein höheres Hoch macht, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum man das nicht traden können sollte. Das muss man sogar traden, weil der Wochenchart eben bullish ist. Natural Gas im Stundenchart. In einer bullischen Kaltformation. Wo kommt jetzt diese Trendlinie her? Weiß ich nicht. Verzeihen Sie, löschen wir. Bullische Kaltformation kann bullisch aufgelöst werden. Obere Begrenzung im Bereich der 3,41. Wenn Sie die Möglichkeit haben, über den Stundenchart das bullisch traden zu können, machen Sie das gerne mit einem engen Stop-Loss. Dann sind Sie auch oberhalb der 20 und der 50-Wochen-Linie, weil der Wochenchart sehr bullisch ist, weil der Tageschart gerade nur ein Bull-Pullback macht. Allerdings traden Sie das nur, wenn Sie wissen, wie das Traden in den kleineren Zeiteinheiten funktioniert und wenn Sie die Zeit dafür haben werden. Ich werde das ganz sicher nicht traden, weil ich in der nächsten Woche keine Zeit habe zum Daytraden. Wir werden das als Swing Trades nicht durchführen. Warum nicht? Denn wenn wir eingestoppt werden würden, müssten wir ein höheres Hoch über den Tag, eigentlich sogar hier drüber, aber selbst wenn ich diese Marke bei 3,44,6 nehmen würde, mit dem Stop im Bereich der Marke bei 3,31, dann wäre ein 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis im Bereich der Marke schon von 3,59. 3,59, bitte merken. Und wenn ich Ihnen hier einmal den Wochenchart zeige, nächste Woche, obere Begrenzung dieser Trendlinie, Berührung. Und wenn ich das zurückziehe, berührt das sogar diesen Körper, dann ist diese Zone bei 3,59. Das heißt, wenn man über den Tag ein Bull-Pullback spielen würde, dann wäre das nur ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:1 maximal und so etwas wollen Sie nicht traden. Auch wenn ich glaube, dass dieser Markt noch Potenzial hat weiterzulaufen, aber ich
trade nicht meine Meinung, ich trade nicht meinen Glauben, sondern ich trade das, was ich sehe. Und vor allen Dingen, ganz unabhängig von dem, was ich sehe, wenn ich trade, Sie wissen es, ich trade immer mit einem Stop-Loss, denn das ist das, was die erfolgreichen Trader von den erfolglosen Tradern unterscheidet. Wenn Sie zu den erfolgreichen Tradern gehören wollen, dann ist es wichtig, dass Sie mit einem Stop-Loss traden. Tausendmal wichtiger. Und lassen Sie mich da nochmal ganz kurz die Brücke schlagen zu unserer Excel-Liste, die wir Ihnen dann ab der nächsten Woche Montag zur Verfügung stellen werden. Wenn Sie auf unsere Triggerliste gehen und Sie mittraden, wir haben eine Trefferquote von etwa 70% gehabt bis jetzt. Aber wenn Sie die Dinger, die gegen uns laufen, nicht mit einem Stop-Loss versehen, zum Beispiel Kupfer, wir haben 0,2% als Verlust realisiert, in Ordnung. Wenn der Markt weiter runterläuft, ist das so, dass wir dann ausgestoppt worden sind. Aber wenn die Triggermarken dann in unsere Richtung laufen, wie zum Beispiel bei Natural Gas, haben wir realisiert 8% ungehebelt in einem Future Market. Und deswegen noch wichtiger als unsere Triggerliste ist, dass Sie mit einem Stop-Loss traden. Wenn Sie nicht einen Stop-Loss einsetzen, dann brauchen Sie sich auch gar nicht unsere Triggerlisten anzuschauen. Hoffentlich traden Sie alle immer mit einem Stop-Loss. Und noch viel wichtiger, hoffentlich bleiben Sie alle gesund. Und am unwichtigsten ist, dass Sie uns hoffentlich dann auch gewogen bleiben. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.